Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Domination. So, legen wir auch erstmal los. Ausbauen können wir erstmal sowieso noch nichts. Von daher würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Kampf und gucken natürlich, was wir vorher hier für Truppen ausgebildet haben. So, unseren General Alexander auf Stufe 8 haben wir auf jeden Fall auch mit dabei. Kriegstaktik technisch seht ihr, da haben wir nur 3 von 4 mit am Start, aber ist egal. Müssen wir mit leben. Hier haben wir auch 3 Söldnerarmeen mit dabei. Von daher würde ich sagen, probieren wir es einfach aus. Ich bin natürlich darauf aus, jetzt einen zu finden, der ein bisschen Öl hat, bei dem wir natürlich angreifen können und wo wir natürlich ein bisschen Öl bekommen. Das wäre natürlich mega. Der hat jetzt zwar ein bisschen was, aber ich würde sagen, wir zischen erstmal weiter und suchen uns den nächsten Gegner. Gucken auf jeden Fall, ob wir hier einen finden, den wir platt machen können, der natürlich auch ein bisschen Öl hat, wie ihr sagt. Also 1000 Öl wäre schon mega. Mega cool. Naja, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Von daher gehen wir hier gleich nochmal weiter und suchen uns den nächsten. Der hat natürlich auch nicht allzu viel am Start, auch nicht Nahrung und auch kein Gold. Das ist manchmal echt nervig. Ich weiß ja nicht, habt ihr die Probleme auch manchmal? Also das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Dass es dann einfach irgendwann abkackt. So, dann suchen wir uns den nächsten. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt mal irgendwie irgendeinen finden. Ah ja, der hat 800 Öl. Aber von den anderen Ressourcen halt nicht so viel. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier auch erstmal nochmal weiter. Vielleicht wäre es natürlich auch sinnvoll gewesen, den anzugreifen. Aber gut, okay. Ist manchmal so, wie es ist. Der hat hier natürlich auch nichts am Start. Von daher zwischen wir gleich nochmal weiter. Suchen wir uns den nächsten. Wo liegt bei dem das Öl? Da liegt das Öl. Wo ist das Stadtzentrum? Da ist das Stadtzentrum. So, dann würde ich sagen, wir greifen einfach an und probieren einfach mal, was wir hier so reißen können. So, dann kommen die natürlich erstmal hier oben rauf. So, dann haben wir die erstmal alle hier platziert. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal darauf. So, dann sollen sie mal ein bisschen Bambule machen. Die werde ich erstmal noch nicht einsetzen, weil die Walde haben wir natürlich andere Truppen, die ich dann viel, viel lieber nehme. So, das haben wir auch zerstört. Dann machen wir hier auch gleich mal weiter. Ich bin gespannt, was wir insgesamt so alles einreißen. Ob wir da ein bisschen was auf die Reihe kriegen oder nicht, werden wir sehen. Müssen wir gucken. Mir wäre natürlich jetzt am Ende das Öl noch relativ wichtig. Das Blöde ist, dass meine Elefanten hier gerade rumrennen und wir natürlich keine Chance haben, die Balliste bzw. den Kanonenturm zu zerstören. Das kotzt mich gerade wirklich ein bisschen an. Aber gut, okay. Können wir jetzt nicht ändern. Jetzt können wir nochmal rufieren. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal aufs Öl und holen uns da erstmal ein bisschen was. So, dann holen wir uns am Ende auch doch noch ein bisschen Öl. Von daher passt es, von daher läuft es. Haben wir gut abkassiert, würde ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall megamäßig gut zufrieden mit dem Angriff. Bei 51% sind wir klar, 3 Sterne haben wir, das ist nicht das Gelbe vom Ei, aber ich bin damit auf jeden Fall extrem zufrieden und kann mich nicht beklagen. So, dann sollen sie hier lieber nochmal auf das Öl gehen. Hier noch ein bisschen was abholen. Klar, viel ist es nicht, aber
haben oder nicht haben, das ist so die Frage. Von daher gehen wir da einfach nochmal ruf, holen uns da noch ein bisschen Öl ab und haben dann eigentlich einen relativ super Kampf hingelegt, würde ich sagen. Ressourcentechnisch weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß, dass ich nahrungstechnisch hier 300.000 Klamotten abgeholt habe. Würde ich einfach mal so schätzen. Von daher gucken wir einfach mal nach, was es da so gab. So, 307.000 Nahrung haben wir abkassiert. Außerdem haben wir 1.091 Öl. Von daher hätte es nicht besser laufen können. Also ich muss sagen, war ein fetter Kampf. Hat sich auf jeden Fall für uns gelohnt. Wir sind jetzt knapp bei 40.000 Öl haben wir jetzt natürlich hier drinne. Wenn wir hier mal raufgucken, auch noch 3.800 am Start. 45.000 brauchen wir, um die Fabrik hier auszubauen für 5 Tage. Von daher denke ich schon, dass wir da relativ gut vorankommen. So, dann würde ich sagen, werden wir erstmal wieder ein paar Truppen ausbilden. Das werden wir natürlich gleich machen. Oh. So, 7. Den Rest stülpen wir auf mit Feuerdrachen auf 47 Minuten 36 und den klatschen wir auch hoch bis auf 48 Minuten. Von daher passt es. Dann haben wir erstmal genug Leute ausgebildet. Können jetzt hier taktiktechnisch gleich wieder agieren. Oh. Doch, die brauchen wir auch noch. Dann nehmen wir natürlich hier die Zerstörung auch gleich noch mit und sind für heute auch erstmal wieder durch. Ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Also ich fand ihn auf jeden Fall megamäßig cool. Von daher haben wir alles richtig gemacht. Außerdem können wir hier bei Angriffen mal gucken. Da hatte ich noch irgendwo einen, wo ich ein bisschen was abkassiert habe. Hier, den können wir uns ja einfach nochmal angucken. Den werde ich euch einfach nochmal zeigen. Gucken, was da so ging. Das war eigentlich auch ein Megakampf. Hat auf jeden Fall mega viel Fun gemacht und Ressourcen technisch gab es da auch ein bisschen was. Von daher legen wir einfach los. Ich zeig's euch einfach nochmal. Ich mache gleich mal ein bisschen schneller, dass es nicht so langatmig ist. Hier liegt erstmal das Öl. Deshalb habe ich eigentlich da nur angegriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So, dann greifen wir auch gleich mal an. Machen hier Bambule, zerstören hier das, was wir zerstören können. Und werden dann gucken, was wir hier im Laufe des Kampfes so reißen. Aber erstmal sieht's gut aus. Hier haben wir eine Sabotage. Ruf auf die drei Teile, können jetzt natürlich alle drei megamäßig gut zerstören, von daher läuft es, von daher passt es. So, dann haben wir das Stadtzentrum auch gleich mal am Wickel, holen uns hier natürlich Nahrung ohne Ende, seht ihr selbst, hier haben wir jetzt alle Ressourcen, Gebäude vor der Brust und können dann natürlich gut Bambule machen, können da jetzt natürlich abkassieren ohne Ende, haben natürlich schon einen Stern am Start, weil die Waldet Stadtzentrum ist zerstört, von daher hätte es nicht besser laufen können, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, der Katapult hier, der stört ein bisschen, der nervt wirklich ganz schön derbe, da hätte ich auch eher auf den Katapult gehen sollen, das wäre natürlich sinnvoller gewesen, denke ich, weiß ich aber nicht, aber so haben wir natürlich auch noch ein bisschen Gold abkassiert. Und jetzt ist auch gleich Schicht im Schacht, also viel Zeit haben wir nicht mehr, beziehungsweise unsere Truppen waren noch nicht mehr so komplett, aber gut, okay, war auf jeden Fall ein fetter Kampf, ressourcentechnisch haben wir gut mit nach Hause genommen, das wollte ich euch einfach nur nochmal zeigen. Gut, wie gesagt, Truppen spenden kann ich leider nicht, ich habe keine, von daher würde ich mich für heute erstmal wieder verabschieden, ich wünsche euch was, bis dann. Oh, was haben wir hier, was haben wir hier, da müssen wir nochmal kurz gucken, okay, gut, dann sind wir doch durch für heute, bis dann, tschüss.